Das war doch jetzt schön ein bisschen Anfänger-Polyphia-mäßig, oder? Was haben wir hier? Wir haben die Tim Henson Signature-Gitarre. Tim Henson von Polyphia. Viele von euch werden Polyphia nicht kennen. Checkt unbedingt den Song aus. Goat, also wie die Ziege, ja? G-O-A-T mit Punkten dazwischen schreiben die das, glaube ich. Und Playing God auf YouTube. Denn der Tim Henson spielt anders und ist anders. Sollte man kennen, ist gerade auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen. Und das ist seine zweite Signature-Gitarre. In der zweiten Signature-Gitarre haben wir auch Signature-Pickups von ihm, von Fishman. Und die Schaltung werde ich dir gleich erklären, das dauert ein bisschen länger. Ansonsten haben wir hier ein Basswood-Body. Wir haben ein Ebenholz-Griffbrett, ne? Makassar Ebony, glaube ich. Wir haben einen wunderschönen, geroasteten Ahorn-Hals. Locking Tuner von Goto, wo von hinten geschraubt wird, meine Lieblings-Locking Tuner. Das 1502 Tremolo von Goto in Kooperation mit Ibanez. Ein sehr gutes Nicht-Locking Tremolo, ja, obwohl natürlich oben gelockt wird, aber hier unten halt nicht. Was auch auf meiner Martin Miller ist, wobei da ist das 1802, glaube ich. Aber die sind fast baugleich bis auf die Reiter, glaube ich. Haben moderne Features hier auf dieser Gitarre, sehr komfortabler Hals-Korpus-Übergang. Wir haben Stainless Steel Frets und natürlich das Tree of Death Inlay. Also ganz besonderes, böses Unkraut. Kommen wir zu den Sounds und kommen wir zu dieser Schaltung. Das ist der dritte Take, wo wir das aufnehmen und wir haben es schon zweimal falsch aufgenommen. Das heißt jetzt hier mal einfach so als Insider. Wir fangen von vorne an bei dem Hals-Pickup. Wenn ich den Hals-Pickup einfach so schalte mit dem Push-Pull-Poti hier drin, ja, also nicht aktiviert, dann habe ich die Voice 1 des Neck-Pickups und das klingt so. Wenn ich eins weiter drehe, habe ich den Pickup gesplittet und habe diese Spule an mit Voice 3. So, und hier steht Voice 3 Tim's Fluid Neck Single Coil. Wenn ich hier in die Mitte schalte, habe ich Voice 1 des Hals-Pickups und Voice 1 des Steg-Pickups zusammen. Voice 1 wird hier beschrieben als Thick Smooth Neck Humbucker und Fishman's Hot Rod Classic Voice beim Bridge-Pickup. Wenn ich 1 weiterschalte, habe ich Voice 3 von dem Single Coil hier, also dieser Spule vom Humbucker, der hier und der hier. Und wenn ich noch eins weiterschalte, habe ich Voice 1 des Steg-Humbuckers. So, das war die erste Ebene von dem ganzen Gedöns. Jetzt machen wir das hier raus, haben die zweite Ebene. Dann habe ich Voice 2 dieses Humbuckers. Also eben hatten wir Voice 1, jetzt haben wir Voice 2. Und wir hören mal Voice 1 gegen Voice 2, das ist Voice 1. Deutlicher Unterschied, ja? Und Voice 2 wird beschrieben als Hyper Clean Nylon String Surrogate. Ich lese das hier einfach mal nur so vor, aber ist schon. Klingt schon ein bisschen nylonig, so ein bisschen hohl in den Mitten, ja? So, wenn ich eins weiterschalte, da hat sich nichts geändert, das ist immer noch Voice 3 mit dieser Spule vom Humbucker. Wenn ich weiterschalte, habe ich Voice 3 von dem hier und Voice 3 von dem hier. Und jetzt werden die Aufmerksamen unter euch gemerkt haben, dass das genau das gleiche ist wie das hier. So, ist es auch. So, und dann schalte ich noch eins weiter und dann habe ich Voice 2 mit dem rausgezogenen von dem Steg-Pickup. Im Gegensatz zu Voice 1. Und ja, ich spiele mit Absicht immer das Gleiche. So, das wäre die Schaltung. Wir haben also sehr viele verschiedene Sounds. Wie viele verschiedene sind es? Ich glaube 7 oder 8. Aber auf jeden Fall genug, um damit alles Mögliche
aus der Gitarre rauszuholen. Jetzt hören wir mal, wie klingt sie denn ganz normal mit Steak-Pickup verzerrt. Mit einem Soldano-Sound. Flötet schön, ja, der Hals-Pickup, und der hat richtig schön Bums. Ja. Natürlich spielt Polyphia sowas nicht, was ich hier spiele, aber ist ja egal. Ihr wollt ja nicht nur Polyphia nachspielen mit der Gitarre. Dann machen wir mal einen richtigen Heavy-Sound und spielen mal, ja, sowas. Spiel ich mal einen Song von mir. Das ist aus meinem Heavy-Metal-Rhythm-Gitarre-Kurs und ich habe vergessen, wie der Song heißt, das ist Mindkiller. Also nur ein Stückchen. Und ja, was kann man noch machen? Vielleicht mal ein paar klassischere Sounds. Wir gehen mal auf meinen Marshall Studio Plexi mit einem Single Coil Sound hier. Machen wir hier mal raus und gehen mal hier auf das da. Einigen von euch wird aufgefallen sein, dass die DNA dieser Gitarre natürlich von einer AZ kommt, von einer Ibanez AZ, eine meiner Lieblingsgitarrenserien ever. Meine Martin Millers, meine Lieblingsgitarre, ist auch eigentlich ein Ableger von einer AZ. Du hast die gleiche Halsform, ja, du hast die Korpusform. Und das ist halt hier eine schöne Variation mit den Aktiv-Pickups. Aber du brauchst hier hinten eine Battery. Und das macht natürlich diese Aktiv-Pickups auch so vielseitig. Die klingen ein bisschen Hi-Fi-mäßig, das muss man mögen, das ist keine Vintage-Gitarre, ja. Aber für das, was Tim spielt, Tim Hansen bei Polyphia halt, ist es perfekt geeignet. Die Gitarre ist top verarbeitet, hat ein schlichtes, interessantes, eigenständiges Design. Und ja, also für Fans von Tim auf jeden Fall, aber nicht nur, weil es ist einfach, ja, es ist eine schöne Variation der AZ-Serie. Und unbedingt mal auschecken, wenn dir die Optik gefällt. Das war's zu diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, kennst du das ja bereits. Zweimal Daumen nach unten. Schreib mir ein lustiges Kommentar und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Mach's gut und ciao.